Hallo, ich bin zurück aus Köln von der Gamescom 2017 und es war einfach nur ein mega geiles, anstrengendes, aber einfach geiles Event. Ich hätte nicht erwartet, dass da so viele Menschen sind und dass das einfach so, ja, so groß ist, so viele Spiele. Ich habe so viel erlebt und gesehen in den Tagen. Ich kann, glaube ich, stundenlang von der Gamescom erzählen, schwärmen und, na gut, Kritik auch äußern, aber hauptsächlich schwärmen tatsächlich. Aber das möchtet ihr wahrscheinlich nicht mehr hören. Davon gibt es einfach schon genug Videos auf YouTube, die genau das tun. Und deswegen möchte ich was anderes erzählen. Und zwar möchte ich euch meine Spiele-Highlights, meine persönlichen Spiele-Highlights der Gamescom 2017 einfach mal in einem kleinen Schnelldurchlauf präsentieren. Und ja, viel Spaß! Das erste Spiel, das mir sofort aufgefallen ist, als ich die Messe betreten habe, aufgrund eines extrem geil gestalteten Standes und zweier zurechtgemachter Models, war das Spiel Crossout von Gaijin Entertainment. In diesem Free-to-Play-Spiel, das man jetzt schon kostenlos downloaden und spielen kann, kann man so ziemlich alles an Fahrzeugen bauen, was man möchte, und dann im Multiplayer gegen andere Fahrzeuge kämpfen. Und das ist ziemlich cool gemacht. Es gibt auch verschiedene Spielmodi, zum Beispiel sowas wie, naja, Capture the Flag, nur dass man das Frachtgut stehlen muss oder einfach die Gegner zusammenschießt. Und es gibt einfach 100.000 Möglichkeiten, sein eigenes Fahrzeug zu gestalten, und das hat mir echt gut gefallen. Man kann vom Panzer bis zum einfachen Fahrzeug auf vier Rädern oder auch Fahrzeuge mit Beinen alles herstellen, was man will. Und ja, deswegen ist das Spiel auf jeden Fall eines meiner Lieblinge der Gamescom. Ein weiteres Spiel, das mich auf jeden Fall beeindruckt hat, war das Point-and-Click-Mystery-Adventure Unforeseen Incidents von Blackwood. In diesem bedroht ein Virus die Menschheit, und wir als Protagonist Harper Pendril müssen dem Ganzen anscheinend auf die Schliche kommen oder es besiegen. Ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, die paar Minuten anzuspielen, und man hat schon bereits am Anfang gemerkt, dass es ein sehr humorvolles Spiel ist. Wie in einem Märchen oder besser gesagt in einer Fabel habe ich mich in dem First-Person-Dungeon-Adventure Behind Stars and Under Hills gefühlt von dem Entwicklerstudio Red King Entertainment. In diesem wunderschönen Spiel erwarten uns putzige Tierwesen, und wir als Tochter eines reisenden Lords, der leider verschollen ist bei einer Expedition, müssen diesen suchen und ja, dem Ganzen auf den Grund gehen, warum unser Vater denn überhaupt verschollen ist. Wer wie ich ein wenig von Pokémon Go enttäuscht war, für den ist vielleicht auch das neue Augmented Reality RPG Diamonds von Senko Games etwas. In diesem Spiel haben wir ebenfalls knuffige Monster, mit denen wir tatsächlich kämpfen können und auch Attacken auswählen können. Bei den Angriffen können wir dann sogar noch durch bestimmte Quicktime-Events einen Bonus rausholen. Und natürlich können wir mit unseren liebsten, ich wollte schon Pokémon gerade sagen, mit unseren Monstern Fotos machen und sie in der Welt rumspringen lassen. Also für mich auf jeden Fall das bessere Pokémon Go und damit ein mega Highlight der Messe. Wer schon immer einmal Herr über die Jahreszeiten sein wollte, für den ist auf jeden Fall Ari and the Secrets of the Seasons von dem Entwicklerstudio Exyn genau das Richtige. Mit Ari können wir, ja, sind wir einfach Herren über die Jahreszeiten, können von Sommer auf Winter wechseln und erleben eine wirklich wunderschöne Welt, die wir entdecken können, in der wir Rätsel lösen müssen. Und für mich war das einfach ein Highlight aufgrund der wunderschönen Welt, durch die ich da gewandert bin. Wem vor allem die Natur am Herzen liegt, für den ist vielleicht das Spiel Rite of Ilk von Entwicklerstudio Turtleneck genau das Richtige. Hier spielen wir zwei Stammeskinder, Mok und Tar, die mit einem Seil zusammen verbunden sind und können diese dann ja steuern durch die wunderschöne Welt und ihre Stärken ausnutzen, um schließlich ihren Stamm zu retten. Eines der Spiele, das mich auf jeden Fall allein aufgrund der nordischen Mythologie und der Wikinger in den Bann gezogen hat, war das Spiel Vanirock, das man daher kennt, weil ein paar sehr bekannte Produzenten dahinter stehen, und zwar Sarazar und Gronk. Das Spiel wird entwickelt von Encurio, und ja, ich habe es kurz angespielt, 15 Minuten glaube ich, und es hat mich schon mal echt begeistert. Man kann sich jetzt auch schon für die Alpha bewerben, und ich hoffe, ich kriege auch einen Platz, weil ich würde es wirklich gerne zeigen. Es erinnert stark an Skyrim, es ist halt ein RPG-Spiel in einer Wikingerwelt, und ja, es hat mir einfach super gefallen. Man spielt mit anderen, also es ist ein Multiplayer-Spiel und muss überleben, und ja, ich habe es tatsächlich in den 15 Minuten geschafft, auch zu überleben, aber ich glaube, im richtigen Spiel ist das denn nicht mehr so leicht.
Das Spiel, das mich am meisten auf der Messe mit Abstand begeistert hat, war All I Have Is Time von Tweak Production. Dieses Sci-Fi-Action-Game ist für mich einfach mega innovativ. Es ist ein Side-Scroller, dem man das aber überhaupt nicht anmerkt, weil er trotzdem irgendwie in die Tiefe geht. Und ja, die Protagonistin ist einfach nur sympathisch. Sie hat ein Talent, und zwar kann sie durch die Zeit reisen. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, denn online sieht man tatsächlich noch gar nicht so viel von dem Spiel. Ich glaube, es ist auch erst 2019 erscheinen. Und ja, ich habe den Teaser gespielt, der ging 5-6 Minuten und der war einfach nur wunderschön. Die Grafik war toll, die Protagonistin hat mir gleich gefallen, das Konzept hat mir gefallen. Ich war einfach mega begeistert. Wer von euch mag Waschbären? Und wer von euch mag mutierte Waschbären? Ich auf jeden Fall. Und deswegen ist Biomutant von THQ Nordic genau das richtige Spiel für mich. Ich habe mich sofort in den kleinen Waschbären verliebt, mit dem man spielt. Und ja, es ist ein Spiel, in dem die Welt von einem giftigen Öl bedroht wird und mutierte Wesen die Erde bevölkern, also ein postapokalyptisches Szenario. Und wir als kleiner Waschbär müssen anscheinend den Lebensbaum retten. So ganz habe ich das nicht verstanden auf der Gamescom, aber ich glaube, so in etwa ist es gemeint. Und dabei steht uns eine offene Welt zu Füßen, die wir erkunden können. Wir können Waffen craften, Kleidung craften, wir können einfach alles. Wir können uns auch anstecken, indem wir Gegner besiegen mit diesem Öl und weiter mutieren. Glaube ich. Es ist ein Kung-Fu-RPG und man hat dementsprechend auch viele Möglichkeiten, geile Kampf-Moves zu machen. Und ja, es ist einfach nur mega niedlich, mega hübsch und hat mich sofort ja auch einfach in den Bann gezogen, aufgrund dieser Niedlichkeit einfach von dem Hauptcharakter. Und deswegen ist es für mich auch ein Highlight der Messe gewesen und ich freue mich schon mega darauf, es einfach spielen zu können, wenn es da draußen ist. Ja, damit sind wir auch schon am Ende meiner persönlichen Spiele-Highlights der Gamescom 2017. Ich hätte gerne noch 100 weitere Spiele aufgezählt, denn da waren noch sehr, sehr viele, die mir gefallen haben. Aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Ich hoffe, für euch war unter denen, die ich jetzt vorgestellt habe, irgendwas Schönes dabei. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas davon gefallen habt oder vielleicht schon Erfahrungen gemacht habt mit einem der Spiele, so wie Crossout, das ja schon zur Verfügung steht. Und ja, ansonsten lasst mir auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Also bis dann!